Am 26. Mai 2019 ist auch in Magdeburg Wahltag. Nicht nur über die Zusammensetzung des zukünftigen Magdeburger Stadtrats, sondern auch des EU-Parlaments wird abgestimmt. Da das Thema für viele Bürger nicht sehr präsent ist, lud die Industrie- und Handelskammer Magdeburg am 13. Mai zu einem Wahlforum ein. Zu Gast waren neben den beiden aktuellen EU-Abgeordneten Sven Schulze, CDU, und Arne Lietz, SPD, auch Vertreter anderer Parteien. Dr. Hans-Thomas Tillschneider vertrat die AfD, Guido Kosmehl die FDP, Olaf Meister, Bündnis 90 die Grünen und Wulf Gallert die Linke. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Präsidentin des Landtages Sachsen-Anhalt, Gabriele Brakebusch. Sie erinnerte an die Anfänge der EU. Dahinter steht die Idee, oder stand auch die Idee, dass Länder, die Handel miteinander treiben, sich wirtschaftlich anfreunden, verflechten und daher kriegerische Auseinandersetzungen vermeiden können. Das Ergebnis war 1958 die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die EWG. Seit diesen Anfängen haben sich 22 weitere Länder dieser Gruppe angeschlossen und einen großen Binnenmarkt gegründet. Mittlerweile ist die EU auch zum größten Wirtschaftsraum der Welt geworden. Welche Bedeutung die Europäische Union besonders für Sachsen-Anhalt hat, stellte Sven Schulze heraus. Gerade wirtschaftlich hat unser Bundesland vor allem vom Solidaritätsgedanken stark profitiert. Es gab eine Zeit, da war mehr als jeder zweite Euro, den wir hier ausgegeben haben, nicht in Sachsen-Anhalt erwirtschaftet. Ja, das kam aus Brüssel, das kam aus Berlin. Und das haben wir gebraucht. Wir waren viele, viele Jahre lang, sind es teilweise immer noch Ziel 1-Gebiet. Das heißt, wir haben als davon profitiert, wovon die Europäische Union oder wie die Europäische Union aufgebaut ist, dass wir sagen, die Starken helfen den Schwächeren. Damit das so bleibt, formieren sich in Europa politische Bündnisse, um den wachsenden nationalistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Arne Lietz berichtete so von einem Beispiel aus einem Nachbarland Deutschlands. In Polen haben die proeuropäischen Parteien einen ganz hervorragenden neuen Aufschlag gesetzt. Diese Parteien sind gegenüber der PiS-Partei, Kaczynski und seiner Partei, gemeinsam unterwegs. Diese Parteien, Grüne Liberale, CDU und SPD. Diese Parteien schließen sich dort zusammen und haben ein gemeinsames Wahlbündnis, weil sie für Europa antreten, zur Europawahl und dann auch zur nationalen Wahl. Zur europäischen Zusammenarbeit rief ebenso Freya Lemke auf. Die Sonderbeauftragte für die Europawahl des Deutschen Industrie- und Handelskammertages betonte die Notwendigkeit des geschlossenen Auftretens der Mitgliedstaaten. Jedes Land für sich sei zu klein, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. In Brüssel gibt es ein geflügeltes Wort, das ursprünglich dem ehemaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors zugeschrieben wird. Es gibt zwei Arten von Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Das sind die kleinen Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten, die schon wissen, dass sie klein sind. Das heißt, kein Land, auch wenn es so groß ist wie Deutschland, kann sich noch irgendwo in der Welt alleine durchsetzen, sondern wir brauchen diese gemeinsame Stimme. Fast durchgehend wurde an den Nutzen und die Wichtigkeit Europas für die Mitglieder und insbesondere unsere Region appelliert. So ist es nicht verwunderlich, dass auch der Präsident der IHK Magdeburg die Bedeutung dieser Wahl hervorhob und sich für ein konstruktives europäisches Miteinander aussprach. Europawahl muss sein und Europawahl muss auch richtig gewählt werden. Nicht, dass Extremisten hier noch uns Europa zerstören, nur was wir heute gehört haben im Forum, dass man von innen heraus das Parlament aushöhlen möchte und es abschaffen möchte, bringt uns gar nicht weiter. Wir brauchen ein starkes Europa. Ich bin auch der Meinung, jeder einzelne Staat dieses Kontinents kann in der jetzigen Weltwirtschaftssituation gar nicht alleine mehr agieren, wird gar nicht mehr wahrgenommen. Die Briten haben sich das meiner Meinung nach völlig falsch überlegt. Wenn sie ausgeschieden sind aus der EU, verschwinden sie im Nichts eigentlich. Sie haben kein Gewicht mehr in der Welt. Darum starkes Europa, Deutschland in einem starken Europa, dann haben wir auch ein Wörtchen mitzureden im Weltmarkt.